Wenn du selbstständig bist und noch nie was von den GOBD gehört hast, dann solltest du dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Und wenn du von den GOBD schon mal gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass dieses Thema für dich unglaublich wichtig ist. Und auch dann solltest du dieses Video bis zum Ende anschauen. Denn wir gucken uns hier jetzt mal im Detail an, was das Ganze eigentlich für dich in deiner Selbstständigkeit für Konsequenzen hat und an welche Regelungen du dich da halten musst. GOBD klingt erstmal relativ eingängig, doch was heißt das Ganze? Denn der ganze Name ist unglaublich mächtig. GOBD heißt nämlich Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff oder kurz GOBD. Doch was sagen die GOBD eigentlich und wofür sind die eigentlich da? Unser Geschäftsverkehr und damit auch die Buchhaltung und die ganzen Systeme um unsere Buchhaltung herum, die werden immer digitaler. Ich glaube, damit sage ich dir nichts Neues. Aber das Finanzamt stellt ganz bestimmte Anforderungen an deine Softwaresysteme und deinen Umgang mit diesen Softwaresystemen. Immer dann, wenn das Finanzamt sagt, dass deine Buchhaltung nicht ordnungsgemäß ist, also nicht den GOBD entspricht, dann kann es sein, dass das Finanzamt irgendwann hinkommt und sagt, ich glaube deiner Buchhaltung einfach nicht. Also du hast zwar irgendwelche Aufzeichnungen, ich glaube dir aber nicht, dass das wirklich so richtig ist und das Risiko ist zu groß, dass du da irgendwas getrickst hast. Und dann kann das Finanzamt tatsächlich hingehen und deine Buchhaltung verwerfen. Das heißt, sie glauben einfach deinen Zahlen nicht mehr und dann schätzen sie deine Umsätze und deine Gewinne. Und das wird in der Regel unglaublich teuer. Denn wenn das Finanzamt erstmal anfängt, dir nicht mehr zu glauben und deine Umsätze und Gewinne schätzt, ja, dann schätzen sie natürlich eher höher und dann musst du ordentlich Steuern nachzahlen. Viele Selbstständige denken, naja, die GOBD, da kümmert sich ja der Steuerberater darum, darum muss ich mich nicht kümmern. Oder ich habe ein Buchhaltungsprogramm, das deckt das Ganze ja ab. Die unerfreuliche Antwort darauf, nein, leider nicht. Dein Steuerberater und auch dein Buchhaltungsprogramm kann nicht alles übernehmen im Bereich GOBD. Denn auch deine sogenannten Vorsysteme müssen GOBD-konform sein. In diesem Video und im folgenden möchte ich dir einmal 6 Punkte mit auf den Weg gehen, die du als Selbstständiger unbedingt über die GOBD kennen solltest. Den ersten Fakt, den du über die GOBD kennen solltest, ist, dass auch deine Neben- und Vorsysteme dem GOBD unterliegen. Und deswegen reicht es eben nicht aus, einfach auf den Steuerberater zu vertrauen oder blind dem Buchhaltungssystem zu vertrauen. Doch was sind eigentlich Vor- und Nebensysteme? Das sind alle Systeme und damit auch Softwarelösungen, Tools und so weiter, die dir helfen, dein laufendes Tagesgeschäft zu managen. Ganz konkret sprechen wir hier von deiner Auftragsverwaltung, deiner Anlagenbuchhaltung, deiner Lohnbuchhaltung, deinem Rechnungsprogramm, deinen Kostenrechnungssystem, dein Zahlungsverkehrssystem, das heißt die Software, mit denen du Überweisungen machst beispielsweise, dein Zeiterfassungssystem, dein Dokumentenmanagementsystem, dein Archiv, elektronische Fahrtenbücher, Rechnungseingangsbücher oder aber auch die Schnittstelle zwischen all diesen Systemen. All diese Systeme und Tools und Apps, die unterliegen auch den GOBD. Und das sind natürlich Systeme, auf die unter Umständen ein Steuerberater gar keinen Zugriff hat und deswegen kann sich der Steuerberater zumindest in diesem Bereich gar nicht um die GOBD kümmern. Das musst du selber erledigen. Den zweiten Punkt, den du beachten solltest, ist, dass dein Hauptbuchhaltungsprogramm, deine Nebensysteme und deine Vorsysteme revisionssicher sein müssen. Doch was heißt jetzt schon wieder revisionssicher? Die Dokumente, die du in einem System erstellst, beispielsweise ein Angebot, darfst du später nicht mehr verändern. Oder um genau zu sein, müssen diese Veränderungen anschließend nachvollziehbar sein. Das heißt, du darfst keine Dokumente einfach überschreiben können. Das geht ganz simpel in Excel und Word. Ich weiß, das darf aber nicht sein. Das heißt, du brauchst jede Version einmal abgespeichert, separat. Und dafür ist es wahnsinnig wichtig, dass deine Software irgendwie eine Änderungshistorie aufzeichnet oder du zumindest jede Version, die es von einem Angebot beispielsweise gab, eine Version in deinem Dokumentenmanagementsystem abspeicherst. Das beinhaltet natürlich auch, dass du so ein DMS-System brauchst. Und ehrlicherweise ist da die Tool-Auswahl absolut entscheidend, denn viele Softwarelösungen erlauben es dir, einfach bestimmte Dinge zu überschreiben und diese Softwarelösungen speichern dann nicht den Änderungsverlauf. Das ist aber für dich wahnsinnig wichtig, weil wenn das nicht gegeben ist, verstößt du gegen die GOBD. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt. Wenn du dich nämlich für eine Software entscheidest oder eine App oder eine Cloud-Lösung oder was auch immer, dann achte unbedingt darauf, dass diese Software revisionssicher ist und den deutschen GOBD entspricht. Das ist nämlich ganz häufig nicht der Fall, wenn du irgendwelche Softwarelösungen nimmst, die irgendwie aus den USA kommen. Denn international spielen natürlich die deutschen GOBD jetzt nicht unbedingt die größte Rolle. Ganz viele Softwaresysteme sind aber GOBD-konform und die haben meistens irgendwie eine Art Software-Zertifikat.
sehr lobend und als Beispiel möchte ich an dieser Stelle zum Beispiel einmal LexOffice erwähnen. LexOffice hat ein Software-Zertifikat, das bestätigt, dass die Software LexOffice GOBD-konform ist. Und nach solchen Software-Zertifikaten solltest du unbedingt Ausschau halten, wenn du dich für ein Tool entscheidest. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Softwarelösungen, die nicht so ein Zertifikat haben, gegen die GOBD verstoßen. Überhaupt gar nicht, das möchte ich gar nicht sagen. Aber es kann und sollte für dich in der Auswahl von Softwarelösungen ein Kriterium sein, ob diese Software halt GOBD-konform ist. Und so ein Zertifikat gibt dir zumindest etwas Sicherheit. In den meisten Unternehmen und Selbstständigkeiten hat man nach wie vor so eine Mischung aus digitalen Belegen und Papierbelegen. Und wichtig ist, dass du immer das Originaldokument aufbewahren musst. Das heißt, wenn du eine Rechnung per Post bekommst, das heißt so ganz normal einen Briefumschlag, dann ist dieses Papierdokument das Original. Und wenn du eine Excel-Tabelle pflegst, zum Beispiel für einen Verpflegungsmehraufwand oder für Reisekosten und so weiter, dann ist das Originaldokument diese Excel-Tabelle. Auch wenn du eine PDF-Rechnung bekommst im Anhang zu einer E-Mail, dann machst du daraus kein Originaldokument, indem du es ausdruckst, sondern das Originaldokument ist diese PDF-Datei. Und wichtig ist, dass du immer das Originaldokument aufbewahrst und nicht, dass du einfach konsequent alles ausdruckst oder einfach irgendwie einscannst. Du kannst ein physisches Dokument digitalisieren und anschließend digital weiterverarbeiten. Dafür brauchst du aber eine Verfahrensdokumentation. Das Stichwort, was du hier beachten solltest, ist das Thema ersetzendes Scannen. Dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Wichtig für dich ist, du musst immer darauf achten, was dein Originalbeleg ist. Und ich würde dir grundsätzlich empfehlen, dass du deine Buchhaltung ausschließlich digital machst. Das heißt, für alle physischen Dokumente brauchst du eine Verfahrensdokumentation, in der beschrieben ist, wie du das ersetzende Scannen anwendest. Dann ersetzt du den physischen Beleg mit einem digitalen Beleg. Und dann hast du ausschließlich digitale Belege. Und dann musst du in deinem System mit diesen digitalen Belegen weiterarbeiten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du irgendwie das eine Mal physisch arbeitest, dann wieder digital und das Ganze durcheinander bringst. Weil dann ist anschließend ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen, worauf sich bestimmte Änderungen beziehen und so weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zeitgerechte Aufzeichnung deiner Unterlagen und die zeitgerechte Dokumentation. Und da müssen unbare Geschäftsvorfälle, also das, was digital passiert, innerhalb von 10 Tagen aufgezeichnet werden. Kreditorische Vorgänge müssen innerhalb von 8 Tagen aufgezeichnet werden und alle Bargeschäfte, also Kasse rein und raus, muss jeden Tag aktuell aufgezeichnet werden. Ganz, ganz wichtiger Hinweis ist, dass es hier keine Vereinfachungsregel gibt für Leute, die beispielsweise nur quartalsweise ihre Umsatzsteuervoranmeldung machen oder für Leute, die gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, weil sie beispielsweise ausschließlich steuerfreie Umsätze haben. Deswegen ist das ganze Thema auch für dich wahnsinnig wichtig. Nur weil du für die Umsatzsteuer nur einmal im Quartal deine Buchhaltung machen musst, musst du sie aber regelmäßiger für die GOBD machen. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, dass du eine Buchhaltungsroutine aufbaust, wo du regelmäßig wöchentlich bestimmte Aufgaben erledigst. Was für eine Buchhaltungsroutine ich dir empfehlen würde, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir einmal oben rechts. Den sechsten Punkt, den du kennen solltest, sind deine Aufbewahrungspflichten. Denn die GOBD beinhalten nicht nur die Verpflichtung, dass du das Ganze möglichst aktuell hältst, sondern auch, dass du das möglichst lange irgendwie abrufbar hältst. Und zwar, um genau zu sein, 10 Jahre bzw. 6 Jahre. Man unterscheidet bei der Aufbewahrungs- und Archivierungspflicht zwischen 6 und 10 Jahren. Ich habe zu dem ganzen Thema auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Schau da also gerne vorbei, wenn das ganze Thema Aufbewahrungspflichten für dich vollkommen neu ist. Wichtig ist, dass du weißt, dass du zumindest die wichtigen Buchhaltungsunterlagen 10 Jahre aufbewahren musst. Und da passiert häufig ein entscheidender Fehler. Denn die Aufbewahrungsfrist fängt erst an zu laufen mit Ablauf des Jahres, in dem ein bestimmtes Dokument entstanden ist. Und das ist teilweise 2 Jahre später als das eigentliche Datum, was auf so einer Rechnung steht. Deswegen bist du nur auf der sicheren Seite, wenn du die ganzen Unterlagen 1 bis 2 Jahre länger aufbewahrst als diese 6 bzw. 10 Jahre. Meine persönliche Empfehlung ist nämlich, dass du alle Unterlagen für 8 Jahre aufbewahrst, wenn sie eigentlich 6 Jahre aufbewahrt werden müssen und 12 Jahre aufbewahrst, wenn du sie 10 Jahre aufbewahren musst. Dann bist du in der Regel auf der sicheren Seite.
ich weiß, dass das ganze Thema GOBD unglaublich trocken ist. Und ich weiß auch, dass für viele Selbstständige das einfach so ein langweiliges, ätzendes Verwaltungsthema ist. Das Problem ist, der finanzielle Schaden, der entstehen kann, wenn du all diese Dinge ignorierst, der ist wahnsinnig groß. Und deswegen ist mein Appell an dich, nimm das Ganze ernst. Und ich hoffe, dass ich durch mein Video einen etwas einfacheren Zugang zu dem ganzen Thema bieten konnte. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne deine Frage unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du selbstständig bist und gern kompetenten Steuerberater an deiner Seite hättest oder auf der Suche bist nach einem Buchhaltungsprogramm und so weiter, dann schau dir doch einmal an, wie wir dir bei deiner Selbstständigkeit weiterhelfen können. Alle Informationen zu unseren Angeboten verlinke ich dir einfach einmal hier oder du schaust erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.